Ganz kurze Frage, bevor ich loslege. Ich wollte ja auch kein Video machen. Wie fandet ihr den KLS-Interview bei Garnikus? Fandet ihr das auch heuchlerisch wie ich? Also hat überhaupt jemand dem etwas geglaubt, was er gesagt hat bezüglich der Plus Farid Bang und Matthias Clemens? Oder war euch eh klar, dass der ein Spasti ist oder labert oder lügt? Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, der erste Teil ging ja über Matthias Nachbo, der zweite über mich. Oder der mittlere Teil. Es hat mich richtig angekotzt, dass der Karl so doof war, am Anfang immer Matthias, Matthias, Matthias zu sagen, weil er meint diesen Nachbuhr und nicht mich. Ich will das ganz klar differenzieren, weil ich habe gar keinen Kontakt zu Matthias Nachbuhr und ich habe auch nichts mit ihm zu tun. Ich fand sein Video stellenweise sehr gut und manche Sachen nicht so gut und ich habe auch in ihm gibt es scheinbar Sachen, die nicht so doll sind. Deswegen, ich habe mit Matthias Nachbuhr nichts zu tun, weil nachher stimmen die Sachen über ihn auch und er ist auch ein Abzocker und die Leute denken, ich habe was mit ihm zu tun. Ich fand trotzdem sein Video gut und ich weiß auch nicht, was er Böses gemacht haben soll, weil ich ihn nicht kenne. Aber für den Fall dessen, ich habe ja gar nichts mit ihm zu tun, ne? Und deswegen fand ich auch von Karl wieder so dumm, am Anfang nicht immer Nachbur und Clemens zu sagen, weil die Leute, wir heißen ja beide Matthias. Das wäre ja voll die Verwechslung. Mich haben Leute angerufen und haben gefragt, wieso erzählt der Karl S., du hättest Schulden bei ihm, da hat er den Nachbur gemeint, ne? Und da habe ich gedacht, ich habe voll viele Anrufe bekommen, weil die meisten haben das falsch verstanden. Deswegen klipp und klar, dieses KLS-Ding ging zuerst über Matthias Nachbuhr, der auch Matthias heißt, und dann über Matthias Clemens. So, das muss man ganz klar differenzieren. Wobei ich auch den ersten Teil von ihm so, ja, trotzdem, ich glaube Karl ja sowieso gar kein Wort. Aber wie gesagt, trotzdem kann ich nicht für jemand anderen bürgen. Und ja, was soll man dazu sagen? Wenn ich ein Live-Ding machen würde, würde ich das klar differenzieren. Wenn jetzt 8 Karls in der YouTube-Szene gäbe, würde ich natürlich Karlchen sagen, damit man weiß, dass Karlchen ist gemeint. Ja, hier steht gerade, Alexander Carsten schreibt, ich glaube 90% dachten, es ging um dich. Und das finde ich richtig ekelhaft, weil der hat dem Matthias Nachbuhr krasse Sachen vorgeworfen. Und dann sieht das so aus, als hätte er mir das vorgeworfen. Aber ich habe damit nichts zu tun. Weil es ist ja so, nichts jetzt dagegen, aber die Leute kennen. Ich stehe ja mehr im Fokus wahrscheinlich als der Nachbuhr. Der Karl war einfach viel zu doof, das zu erklären. Deswegen erkläre ich das. Im ersten Teil des Videos ging es über den Nachbuhr. Im zweiten Teil, ab den Farid Bang Disses, ging es zu Matthias Clemens. Vielleicht hat er das auch extra gemacht, der Karl, damit man von mir was Schlechtes. Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt der Settele wäre, würde ich wahrscheinlich Abmahnungs rausmachen, auch für den ersten Teil. Und würde sagen, ich wurde in den Dreck gezogen. Nein, Spaß. Voll der Schwachsinn. Boah, 574. Boah, ich geht der richtig ab. Ja, das ist halt total billig. Da sage ich direkt schon mal was, ne? Erstens, bei einem Rap gegen die Mutter quasi geht es nie um die leibliche Mutter. Wenn Karl S. nicht diese Abmahnung gemacht hätte und dann nicht das Thema geworden wäre dadurch, wäre Frau S., also diese wirkliche Frau S., ja niemals zum Thema geworden. Weil ein Rap, das Wort Hu, Punkt, 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 geht niemals wirklich gegen die leibliche Mutter. Niemals haben wir die echte leibliche Mutter gemeint. Und er hat einfach nur die leibliche Mutter zum Thema gemacht, weil durch seine Abmahnung, nicht das drüber reden, wurde die Frau S. immer wieder Thema. Das heißt also auf Deutsch, Fakt um. Er hat, um Geld zu bekommen, seine Mutter da reingezogen. Weil ich, wenn meine Mutter, meine Familie irgendwie drin wäre, ich würde gar nicht darauf reagieren. Ich würde alles tun, das Thema klein zu halten, weil ich möchte nicht, dass meine Familie in meine Scheiße reingezogen wird. Weil das ist so. Unsere Mütter können nichts dafür, was wir tun. Meine Mutter kann nichts dafür, was ich hier für eine Welle manchmal mache. Und wenn die reingezogen werden würde, würde ich das totschweigen. Totschweigen und klein halten, einfach damit sie das nicht ertragen muss, sich in den Medien zu sehen. Das ist ja logisch gewesen. Dieser Rap wäre in 2 Tagen vergessen gewesen. Die Mutter hätte nie wieder was gehört. Aber durch die Anzeige, mit der KLS viel Geld wollte, hat er die Mutter reingezogen. Also er hat die Mutter reingezogen, nicht wir. Wir hätten die niemals so tief involviert, wenn er das nicht gemacht hätte. Das ist wie der Patrick Reiser, der seine Milf schickt, um mich zu dissen. Wo ich mir denke, ey Patrick, was ist los mit dir? Das ist doch deine Freundin angeblich oder Frau bald. Die hat auch Kinder. Willst du die wirklich mir zum Fraß vorwerfen? Weil ich möchte nicht so eine Frau, auch wenn ich die sehr räudig finde, jetzt nach dem Post überhaupt dissen. Weil ich habe Angst, dass ihre Kinder das sehen. So, oder Angst, dass ich will das nicht. Ich will lieber Patrick, mich mit Patrick anlegen. Wieso schickst du deine Frau? Das ist ja selber, als wenn jemand Schlägerei hätte und schickt seine Freundin hin. Wenn man denkt, ach, da schlägt der andere nicht so fest zu, ich schicke mal die Freundin. Das ist das Verkaufen der eigenen Family irgendwie. Für mich, das ist so total unlogisch einfach. Also,
Das ist, ich lese mal ein paar Kommentare. Live ist ein bisschen schwerer so zu philosophieren wie im Video, weil ich immer die Kommentare lesen und reden. Wie seht ihr das? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr nicht findet, dass Karl S. seine Mutter selber reingezogen hat durch den medialen Skandal. Und ganz wichtig, da komme ich auch gleich drauf den Punkt. Wir haben ihm vor einem Jahr die Chance geboten, anzunehmen, dass wir 15.000 Euro spenden. Das habe ich mit ihm am Telefon besprochen und vorher mit dem Anwalt, seinem Anwalt abgemacht. Der Anwalt fand das gut. Er lügt in diesem Video. Und uns bei der Mutter zu entschuldigen, bei ihr persönlich, um zu sagen, Deckel drauf. Nicht Deckel drauf, wir sind Freunde. Deckel drauf, wir haben hart gedisst. Du hast deine Abreibung bekommen, du hast deine gerechte Strafe bekommen, jetzt ist Ende, 15.000 Euro an die Kinder. Also ich habe das von mir aus gemacht, weil die Anzeige eigentlich gegen Fahrrad lief. Damit die Anzeige gegen Fahrrad zurückgezogen wird, habe ich das geboten. Ich habe auch mit Karl geredet. Das ist, was er hier erzählt, ist eine klare Lüge. Wir haben uns auch mal persönlich gesehen, und zwar auf der FIBO im Fahrstuhl. Ne? Und dann haben wir sogar noch geflaxt, wieso? Er hat seine Freundin im Arm gehabt. Und auch wenn ich diese Freundin richtig heuchlerisch und beschissen finde von Karl, weil die postet ja auch und mischt sich ein, habe ich, weil er die im Arm hat, aus Respekt, mich etwas anders verhalten, als hätte ich mich verhalten, wenn er allein gewesen wäre. Weil ich war auch mit ein paar Jungs und ich nutze nicht so eine Situation aus, wo er seine Freundin im Arm hat, um ihm richtig hart einen reinzudrücken. Auch wenn eigentlich diese Freundin sich auch immer einmischt. Also meine Familie mischt sich nicht ein, die seht ihr nicht. Ist viel Wayne noch bei euch? Natürlich nicht. Wie sie, ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob das Karlchen seine Mutter für Geld selber da reinzieht. Weißt du, also ich selber würde, also ich werde den ganzen Tag beleidigt, ich würde eh keine Anzeige machen. Aber nehmen wir an, es wäre so, dann würde ich dafür sorgen, dass das Video offline kommt, natürlich, damit man, dass meine Mutter raus ist. Ich würde aber nicht einen Prozess anstreben, in dem meine Mutter vielleicht noch als Zeuge geladen wird, wo tausende Jugendliche sind, nur um den maximalen Betrag für sich rauszuschlagen. Das ist ganz kalkuliert. Mittlerweile glaube ich sogar, dass die Mutter da mit im Boot steckt und sagt, komm, scheiß drauf, das sind nur Worte, Worte tun nicht weh, die 12.500, dafür fahren wir beide mal schön in Urlaub. So sieht das hier aus, meiner Meinung nach. Was hat die Freundin von Patrick Reiser denn genau gepostet? Also was die Freundin da gepostet hat, da darf man eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil, ja, dass ich lügen würde, dass ich Debbie lügen würde. Sie hat gesagt, ich hätte Debbie von ProPro abgeworben, was so gar nicht sein kann, weil Debbie hat einen Klamottenvertrag bei ProPro gehabt, der sittenwidrig war, 5%. Hätte aber einen Eiweißsponsor nebenbei haben können, hatte auch zu der Zeit einen anderen Eiweißsponsor, nicht mehr ProFuel, und hat danach erst Werbung für SEC Plus gemacht. Das heißt, die hätte ProPro und SEC Plus gleichzeitig machen können. Von Abwerben kann also gar keine Rede sein. Also es ist also unlogisch, dass der ProPro-Vertrag und ein theoretischer SEC Plus-Deal hätten parallel laufen können. Das ist ein Beweis. Das steht, ich könnte den Vertrag zeigen. Sie muss natürlich von allen Einnahmen abdrücken. Aber Faktum ist, von diesem Pro-Pro-Auflösen hatte SEC Plus keinen Vorteil, außer jetzt vielleicht ehrlich gesagt durch den Hype, aber es war nur für Debbie, weil sie hätte theoretisch bei Pro-Pro sein können und bei SEC Plus, weil sie kann einen Eiweißsponsor haben, bei Profil war sie lange raus, bevor ich sie kennengelernt habe. Daher ist das von der Frau Zahn460 auf Instagram eine klare Lüge. Und zum Thema Familie, dies, das, und die reden von Ehre, Ehrenmann, er hat seine Frau, seine 50-jährige Frau in diesen Beef reingezogen. Statt selber ein Statement gegen mich zu machen oder ein Video oder irgendetwas, hat er seine Frau posten gelassen. Er hat den Text geschrieben, der Patrick Reiser, und seine Frau posten lassen. Das ist total billig. Und das ist eigentlich die Frau der Meute zum Fraß vorgeworfen. Ich verstehe nicht, dass eine 50-jährige Zahnärztin dieses Spiel überhaupt mitspielt und so dumm ist. Also, ich möchte nicht über deren Beziehung sprechen, aber das zweifle ich auch langsam an, dass das Liebe ist, ehrlich gesagt. Wenn man so agiert, weil das macht für mich gar keinen Sinn, die Beziehung so, sind wieder dabei, die Beziehung so auszuschlachten, für die Öffentlichkeit zu benutzen. Weißt du, dieses, ja, wenn meine Frau postet, dann glauben die Leute vielleicht, Matthias Clemens lügt, weil der ist ein rabiater Typ und meine Frau ist doch Zahnärztin. Total billig, wirklich billig, billig, billig. So. Boah, 780. Schauen wir mal bei Karl S. rein. Ich habe vorher gewarnt und nach dem ersten Mal, als ich massiv beleidigt wurde, auf der letzten hört man das? FIBO, also nicht auf der letzten, sondern auf der vorletzten FIBO, wurde ich massiv beleidigt. Dann habe ich gesagt, hey, wenn sowas nochmal vorkommt, dann bleibt mir nichts anderes als der juristische Weg. Und dann habe ich auch noch gesagt, O-Ton, heult da nicht rum im Nachhinein wieder, wenn ich dann mit dem Anwalt komme. Ja, FIBO.
Voll der Schwachsinn. FIBO war keine kalkulierte Situation. Wir waren auf der FIBO, es war witzig. Ich hab, und Farid hat irgendwann dann so, ey Karl, es ist ein gesagt und die Menge hat geschrieben, Karl, ist es ein Hurensohn? Mal ganz ehrlich, das kann man ja nicht als wirkliche Mutterbeleidigung bezeichnen. Das war ein Gag aus dem Bauch heraus, hat der Farid die Meute angehetzt und die ganze Meute brüllt das. Das war einfach, im Prinzip hat der Farid das noch nicht mal richtig vorgegeben, sondern die ganze FIBO hasst Karl S. Und Farid hat dann gesagt, Karl, es ist ein, und die Menge brüllt, Karl, es ist ein Hurensohn. Also, das war nicht mal abmahnbar, weil die Menge das gerufen hat. Weil Farid einfach nur die Menge angeheizt hat. Und ganz ehrlich, das war aus dem Bauch heraus, das war keine geplante Promo-Aktion, so. Farid ist einfach ein witziger Typ, der haut so Dinge raus. Ich fand es auch sehr witzig, muss ich sagen, weil die Meute hat einfach nur bestätigt, dass Karl S. ein schlechter Mensch ist. Und dann ging es darum, hat der Karl, war ich gerade in Stuttgart mit Tim Gabel, die Wut auf Karl ist gerade sowieso gestiegen, weil ich von Tim krasse Sachen erfahren habe. Und dann hat Karl S. so ganz ekelhaft geschrieben, wenn ihr euch nicht entschuldigt, dann verklage ich euch, heult dann nicht rum. Als wenn er der Pate wäre, als wenn er jetzt irgendwie, er hätte drum bitten können, sich zu entschuldigen oder im Gespräch. Nein, er hat direkt von oben herab, voll wieder in seinem Rausch damals, so ekelhaft geschrieben. Und dann habe ich geschrieben, pass mal auf, so nicht mit uns. Gar nichts entschuldigen wir uns. Das stimmt. Das hat, was er da dem Garnikus vorgelesen hat, stimmt, weil wir wollten uns nicht entschuldigen dafür. Weil er auch diese Art, die er an den Tag gelegt hat, war nicht einen auf, ach guck mal, meine Mutter ist sauer, das war so von oben herab und vor allen Dingen dieses heult dann nicht rum. Wir haben doch nie rumgeheult wegen der Abmahnung. Wir haben diese Abmahnung gepostet, gemacht und getan. Es hat nur dir geschadet, Karlchen. Nur dir. Du hättest damals, als wir angeboten haben, sein zu lassen, besser angenommen, weil das hat nur dir geschadet. Du hast dich zum Affen gemacht und deine Familie damit reingezogen. Für uns war das vielleicht finanziell etwas teuer, aber das war kein Schaden für uns. Wir haben nie rumgeheult. Das ist totaler Schwachsinn, dass wir jemals rumgeheult hätten. Völliger Pupis. Also Pupis einfach. Totaler Pupis. Ja? Und es hat doch nur dir geschadet am Ende des Tages so, weil du einfach ein dummer Typ bist und einfach immer nur Scheiße baust. Und wieso die Leute kein Mitleid mit dir haben, ist, weil die einfach wissen, dass du hier die ganze Welt abgezockt hast. Das ist ganz einfach. Ja, hört man das? So klären, ihr habt die Möglichkeit, euch zu entschuldigen. Ich habe mich immer, wenn ich da in dieser Richtung Fehler gemacht habe, habe ich mich immer entschuldigt. Ich habe gegen diese Leute nie was derartiges gemacht. Sie jetzt kommt's. Er hat sich immer entschuldigt. Also, er hat mal ein Video gemacht, wo er Julian Zietzenow, Muskelmacher, Muskelmacher, wie noch, Sünde genannt hat. Aber hart, ihr Schwanzlutscher, ihr Hurensöhne, voll auf aggressiv. Wir wiederum haben einen Track, quasi einen Rap gemacht, der hart war, aber der auch eine Antwort war auf seine verlogenen Klartext-Videos über Tim Gabel. Da waren klare Lügen dabei. Das war unsere humoristische Antwort auf ihn. Und Farid ist ein lustiger Typ. So, Farid benutzt diese Wörter eigentlich immer mit einem Lachen. Danach kam auch so ein Hehehehe. Das war keine Bedrohung, Ansage. Das war ein Rap. Das war ein lustiger Rap. Der war zu hart, aber das war kein so ein ekelhaftes Du Hurensohn, oh bla. Das war witzig eigentlich noch. Das war hart, aber witzig. Und der Karl hat sich auch nie bei den Leuten persönlich entschuldigt. Ich habe mit Hamsi Bamsi, Muskelmacher, mit damals Zietzenow, ich habe alle Beteiligten gefragt, hat der Karl S. sich jemals bei euch persönlich entschuldigt? Und alle haben gesagt, nein, hat er nicht. Er hat einen Post gemacht, einen Entschuldigungspost. Wieso hat er diesen Post gemacht? Weil er Shitstorm bekommen hat. Er hat Shitstorm bekommen, weil er diese YouTuber so hart beleidigt hat. Dann hat er einen Entschuldigungspost gemacht. Wollt ihr mir sagen, oder will er mir sagen, das ist eine offizielle Entschuldigung? Ich habe auch noch weitergeguckt. Er hat auch den Jacko mal Hurensohn genannt. Hat er sich nicht für entschuldigt. Er hat die Cornelia Ritzke damals bedroht und beleidigt. Ob er sich dafür entschuldigt hat, weiß ich nicht, weil die hängen ja ab. Aber er hat sich nie wirklich von Herzen entschuldigt. Deswegen ist das Heuchelei. Das ist einfach eine klare Lüge. Da nicht bereit, sich zu entschuldigen. Sie hat immer nur weitergemacht. Dann kam von mir der juristische Weg. Und ich fahre so lange weiter, bis diese Leute endlich aufhören und aufhören, um mich Lügen zu verbreiten. Das ist Punkt Nummer 1. Lügen verbreiten. Karlchen, sag mir eine Lüge, die wir verbreitet haben sollen. Wir haben immer nur die Wahrheit gesagt. Wemmer, Trading, was du mit Tim gemacht hast, wie du den Streit mit mir angefangen hast. Du sagst auch später noch, das alles abzuspielen ist zu stressig, merke ich gerade. Du sagst auch später noch, du hättest nie angefangen. Tim Gabel hat mich damals gedisst, als er noch bei dir war, mit 19, 17, 18 Jahren, auf deinem Kanal und in deinem Netzwerk. Sowas nimmst du ab. Zu der Zeit lag ich im Krankenhaus. Da kam ich gerade von der Intensivstation, wegen einer übergangenen Grippe, mit Verdacht auf, dass ich eine Herzmuskelentzündung hätte. Mir ging es richtig schlecht. Dann hat der Manager von Banger Musik, Mo, schöne Grüße an dieser Stelle, dich angerufen und gefragt, was diese Scheiße von euch soll, dann hast du das Video gelöscht.
und hast dich bei mir entschuldigt, ja, entschuldigt, und du wusstest, ich liege im Krankenhaus. 3 Tage später, als ich noch dort lag, was du wusstest, kam dann von Jill und Sai ein Video gegen uns, wieder gegen uns, die bei dir im Netzwerk waren. Du kannst mir nicht erzählen, dass Jill und Sai das komplett auf eigene Faust gemacht haben. Du stecktest dahinter. Danach, auf der FIBO, hast du dich wieder entschuldigt und hast dann gesagt, ey, gib mir mal ein paar Produkte mit oder schick mir ein paar, ich mache ein Video, tut mir alles so leid. Und dann hast du dieses erwähnte Video gemacht. Wie ein Fan hast du ein Z-Plus-Paket bekommen, so einen auf, ja, hol, verpiss dich, Karl, mach ein Video halt so, und hast ein Video gemacht. Wir waren noch nie Freunde. Wir hatten Kontakt, weil du den immer aufgebaut hast. Und ich habe auch später, das ist bewiesen, von den Hamburgern Screenshots gesehen, oder die haben es mir erzählt, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall Dinge bewiesen, die du über mich gesagt hast, die du nur hättest wissen können, wenn du mit mir geredet hast. Und du hast mich dort schlecht dargestellt. Du hast einen auf, ja, der Matthias, ich pussiere den und bla 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 bla. Also du hast auch zugegeben bei Leuten, bei mehreren Leuten, die nichts miteinander zu tun haben, dass das, die Z-Plus-Disses, ein abgekartetes Spiel waren. Und wir haben einmal telefoniert. Da hast du mir gesagt, ja, Matthias, ich habe mich am Anfang meiner Karriere an Farid Bang, Kollega und dir hochgezogen. Aber ich musste bekannt werden, ich hatte ja nichts. Ich saß hier vor der Haustür im Auto, ich habe rechts geparkt. Ich weiß das noch ganz genau. Ich saß, Freisprechanlage, ich saß noch im Auto. Da hast du das genauso zu mir gesagt. Du hast dich entschuldigt, dich an uns hochgezogen zu haben. Also du hast dich ja für diese Tat, die ich dir bis heute nachtrage, entschuldigt. Und dann habe ich das halb verziehen. Aber dann kam wieder, als Profil rauskam, das war Ruhe zwischen uns, du warst mir scheißegal, als Profil rauskam, hat Micha Janicek dann ein Video gegen mich gemacht, mit Kickdown, irgendwas mit Tunnelblick, wo, was wieder deine Firma war. Dann habe ich dich angerufen, habe gesagt, was bist du für ein abgefuckter Typ? Du hast gesagt, aus eurem Camp kommt nichts. Und dann kam wieder was. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt reicht es mir. Das kann man auch gucken. Dann habe ich einen Post gemacht, dass ihr mit Wemmer die Leute abzockt. So fing das an. Und als ich dann Tim Gabel kennengelernt habe, im Mai, wo er bei dir aus dem Vertrag raus war, hat er mir Sprachnachrichten vorgespielt, wo du ihn bedrohst und sagst, dann komme ich zu dir nach Hause und dann schlag ich dir vor deiner Mutter mal auf die Backe. Irgend so einen Satz hast du gesagt. Und den hast du gesagt, weil ich habe dir dann eine Sprachnachricht geschickt, in der ich dich massiv unter Druck gesetzt habe, aus Stuttgart, in der du dann gesagt hast, Matthias, wir machen alle Fehler, das war ein Fehler. Also du hast zugegeben, Tim Gabel bedroht zu haben. Und dann ist der Beef entfacht aus Loyalität zu Tim Gabel, plus dass das vorher war, ist unser Beef entfacht. Dann ist alles eskaliert danach. Und du willst mir sagen, du hast nicht angefangen, du hast ein Video gegen mich machen lassen, als du wusstest, ich liege im Krankenhaus, Anfang 2014, also du wusstest das, weil wir dich angerufen haben, nach dem ersten Video, du wusstest das, du hast gewusst, dieser Mensch ist gerade in einer schwachen Situation, dem geht's gerade schlecht, und feuerst in deinem Netzwerk ein Video. Ich bin im Krankenhaus komplett ausgeflippt. Ich habe diese ganzen Postings damals, die ich verfasst habe, aus dem Krankenhaus verfasst. Was für ein Typ, Alter. Ich krieg wieder Gänsehaut fast, jetzt nicht, aber mir wird schlecht. Was bist du für ein Mensch, dich dahin zu stellen, zu sagen, du hast nicht angefangen. Welchen Nutzen hätte ich damals haben sollen, gegen dich anzufangen? Z-Plus war viel größer zu der Zeit als du. Erst Ende 2014 konntest du das Wasser reichen überhaupt. Da war das so, dass das fast auf einer Ebene war. Aber zu dieser Zeit, wo das losgegangen ist, warst du für Z-Plus viel zu uninteressant. Und jetzt kommt hier eine Wahrheit. Ich hatte damals 2 Accounts. Matthias Clemens und Matthias Z-Plus auf Facebook als Profil. Da hast du, Karl S., mir geschrieben, dass du Z-Plus geil findest, ob ich Profil produzieren kann. Dann habe ich dir abgesagt und habe gesagt, ich mach mein Ding und ich produziere nicht für dich. Ich halte dich nicht für einen guten Typen. Das hast du mir geschrieben. Das heißt also, du wolltest ja, bevor die Videos kamen übrigens, Anfang 2014, dass ich für dich produziere, weil du meinst, ich habe das drauf und bla 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 bla. Und das ist ein Fakt. Und dann habe ich das nicht gemacht und habe gesagt, ich mag dich nicht. Und dann kam dieses gegen Z-Plus, weil du dann einen Doofen gefunden hast, und zwar Mick Weigel. Der war so doof, mit dir zusammen Profil zu gründen. Der bereut das bestimmt, der Mick Weigel. Mit so Idioten wie euch. Der hat ja einigermaßen einen guten Ruf gehabt und jetzt ist er nur noch mit Betrügern unterwegs. Und das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, Karl. Das ist total, ich weiß gar nicht, worüber wir reden die ganze Zeit. Ich guck mal ein bisschen weiter, damit ich noch so weiß, was du noch gesagt hast. Ne? Und übrigens, der Gannikus ist ja, macht da sehr gut das Interview. Man merkt auch dem Gannikus an, dass er dem Karl gar nichts glaubt. Dass er auch denkt, was ist das für ein Heuchler? Was wird hier für ein Shit gelabert? Also was wird hier gequatscht? Weil mir reicht es nicht damit. Ich bekomme meine Freunde mit, Familie, Freunde, die haben auch wirklich Angst. Meine Mutter denkt beispielsweise wirklich, so ein Typ wie der Farid Bang, der sie denkt halt, ja,
dass so ein Typ ein richtiger Gangster ist? Klare Lüge. Das ist eine klare Lüge, dass die Mutter wirklich denkt, wir würden ihr was tun, ist eine ekelhafte Unterstellung. Niemals. Also Rap ist Rap. Beef ist Beef. Niemals würden wir sowas tun. Ich habe mich sogar auf der FIBO zurückgehalten, weil Karls Freundin, wir verfolgen einen Ehrenkodex. Ja, wir halten uns an einen Kodex. Niemals würde das passieren. Und das weiß Karl und das weiß seine Mutter. Ich kaufe ihm das dort nicht ab, dass die wirklich Angst hat. Das ist total euch wieder einnullen, wieder die Mutter benutzen. Er sagt, die Mutter kriegt alles mit. Dieser Diss wäre vergessen gewesen. Wir hätten abmahnen können, wir hatten den schon gelöscht. Der Post war nach der Abmahnung gelöscht. Und danach kam erst Strafanzeige. Danach kam erst der Geldbetrag. Also, als das Thema schon gelöscht wurde und vom Planeten verschwunden war, kamen erst die Geldforderungen. Das heißt, Karl, du hast deine Mama zum Thema gemacht, weil das Video, wo die Mama beleidigt wurde, war gelöscht. Danach hätte keiner mehr drüber geredet. Wir haben verboten bekommen, die Wörter nochmal zu sagen. Das heißt, juristisch hätten wir deine Mutter gar nicht mehr beleidigen können. Und danach hast du eine Strafanzeige gestellt und wolltest 65.000 Euro zuerst. Jetzt willst du Stand jetzt 30.000 Euro. Das heißt also, danach, wo du wusstest, es ist weg, das Thema, es ist vom Tisch. Du machst es groß mit der Abmahnung. Bild-Zeitung. Über 60 Postings sind ergangen in dem Jahr von Garnikus, Bild-Zeitung, die das Thema thematisiert haben. Das heißt, die Frau S. wurde Thema. Die Siegener Zeitung hat geschrieben, Karl S. und Frau S. lassen die Muskeln spielen. Das heißt, du hast für das Geld deine Mutter selber reingezogen, weil nach der ersten Unterlassungserklärung war die Beleidigung gelöscht und hätte nicht wiederholt werden dürfen. Und wir hätten noch gar nichts mehr posten können, weil das Thema wäre gegessen gewesen. Aber es kamen Briefe, Forderungen. Natürlich flippen wir dann aus. Wir haben faires, sogar dann haben wir das Angebot ja gemacht mit dem, wir spenden, weil du kriegst von uns nichts. Und das hast du abgelehnt und du hast zu mir gesagt am Telefon, nachdem ich stundenlang mit Reppel telefoniert habe, was hab ich davon, wenn die armen Kinder Geld kriegen? Ich soll tot umfallen, wenn du das nicht so gesagt hast. Und ich habe dich gefragt, Karl, worum geht's dir? Um die Ehre deiner Mama oder um Geld? Dann hast du gesagt, es geht mir auch um die Ehre, aber es geht mir auch um Geld, weil ihr habt mir geschadet. Das bestätigst du bei Garnikus. Du redest später von dem Schaden, den du erlitten hast. Das heißt, du willst eigentlich kein Schmerzensgeld, du willst einen Schadensersatz für deinen Imageverlust. Das heißt, klipp und klar, du nutzt deine Mutter aus und machst sie medial in der Bild-Zeitung zum Thema, um Geld zu bekommen, weil du denkst, wir haben dir 1 Million Euro kaputt gemacht. Das stimmt so auch nicht. Du hast dir selber dein Geld kaputt gemacht durch Betrügereien. Wir haben das nur aufgedeckt. Der Onkel Bob hat nichts gegen dich getan oder ich, was du nicht selber verbrochen hast. Wir haben einfach nur Richter gespielt. Und das ist auch ein Fakt zum 100. Mal für heute. Das denkt sie. Und sie hat wirklich Angst, dass entweder ich zusammengeschlagen werde oder bei ihr irgendwas passiert. Und meine Mutter kann deswegen nicht mehr richtig schlafen. Und das ist ganz billig. Er guckt in die Kamera. Meine Mutter. Meine Mutter kann deswegen nicht mehr richtig schlafen. Das ist eine Lüge. Das ist so kalkuliert, probiert. Also schon wieder wird über die arme Mutter probiert, Emotion und Heuchelei in den Menschen zu wecken. Wenn man hätte die Mutter raushalten wollen, hätte man sich doch damals geeinigt. Es gab ja sogar Telefonate. Und das ist total Schwachsinn. Das Thema wurde groß gemacht. Es wurde gesagt, wenn ich nicht meine 30.000 Euro bekomme, dann verklage ich weiter. Und du hast auch zu mir gesagt, du hast mich unter Druck gesetzt. Als ich 10 geboten habe, weil wir haben auch an dich dann irgendwann mal Geld geboten, beim Reppel, hast du gesagt, das reicht mir nicht. Und eine Entschuldigung um 10.000 Euro haben dir nicht gereicht. Weil wir natürlich dachten, okay, der Gerichtsprozess plus Schmerzensgeld kostet nachher mehr. Mit 10 sind wir gut, oder 5 bis 10 sind wir noch gut davon. Ne? Aber eigentlich wollten wir nur diese Spende. Aber hart auf hart wusstest du auch, weniger als die Spende wäre auch so rauszuholen gewesen, das Ding zu vergessen. Und dass es im Endeffekt so gehypt ist, liegt nur an deiner Nichtbereitwilligung, unter 30.000 Euro rauszugehen. Du hast zu mir gesagt, unter 30.000 Euro gibt es hier nichts. Und das probierst du auch jetzt. Du hast gesagt, bei Garnikus, du möchtest diesen Vergleich nicht akzeptieren. Ich spiele euch ein Szenario vor. Würde man den Vergleich akzeptieren, wäre das Thema tot. Die Mutter würde nicht mehr thematisiert werden. Akzeptiert man diesen Vergleich nicht, wird die Bild-Zeitung wieder über die Mutter einen Bericht bringen. Ist das logisch oder nicht? Ich will jetzt mal in den Kommentaren hören, was ihr dazu sagt. Ist das logisch oder nicht, dass er die Mutter thematisiert und nicht wir? Weil wir antworten nur auf Anwaltsbriefe. Und natürlich sind wir sauer, wenn wir Anwaltsbriefe kriegen. Natürlich wehren wir uns. Und wenn wir
20.000 Euro Kosten wegen dem Verfahren haben, dann schlachten wir das auch aus und posten das. Weil das ist unser Recht. Wenn wir schon so viel Asche für Anwälte und Verfahren ausgeben, dann ist das medial auszuschlachten, das heißt ausschlachten, das zu posten und öffentlich zu machen, unser gutes Recht, oder nicht? Und wir könnten dir gar nichts posten, wenn du nicht immer wieder Briefe schicken würdest. Du hättest das Thema schon längst zumachen können. Wir gucken mal ein bisschen weiter, Mädels. Wer das noch cool findet, der sollte sich mal im Spiegel anschauen und mal mit seiner Mutter sprechen. Wer das noch cool findet. Und wer das noch cool findet, unter meine Bilder, unter meine YouTube-Videos, unter meine Facebook-Sachen noch irgendwelche Sprüche drunter zu schreiben. Weil da hörst du mich auf. Bei meiner Mutter hört es auf. Dann müsstest du jetzt aber, weil das letzte Matthias Clemens-Video, da hat er ja richtig Gas gegeben. Dann müsstest du rein theoretisch. Wir haben die ganze Zeit durchatmen. Dann müsstest du rein theoretisch jetzt das auch deinem Anwalt geschickt haben. Schon längst beim gesagt Anwalt. Haben, ey, schau dir das mal an. Okay, schon längst beim Anwalt. Ich hab noch nix. Ihr seid sehr langsam diesmal. Schon längst beim Anwalt. Es ist schon längst beim Anwalt. Was ist das für ein Anwalt? Wie langsam ist der? Es wird wieder rechtliche Schritte geben, lieber Marcel, lieber Karl. Weil es für sie Marketing ist. Lüge! Lüge! Ein Wettbewerbsinstrument, um Umsätze zu. Lüge! Er sagt, es ist ein Wettbewerbsinstrument. Wie kann es das denn sein, wenn wir vor einem Jahr das Thema schon zumachen wollten? Wir wollten das Thema zumachen mit einer Spende, weil wir ihm nichts geben wollten natürlich und weil wir wussten, das ganze Verfahren mit den Kosten wird teurer. Wie kann es für uns ein Marketinginstrument sein? Wenn es jetzt ein Marketinginstrument war im Nachhinein, wenn es so gewesen ist, dann nur, weil er auf gar keine Einigung raus wollte. Torben Bremen schreibt, das Witzige ist, dass sogar Ralf hier schreibt und keiner merkt. Der Ralf schreibt überall. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Ralf bei mir Kommentare schreibt. Und ich erkenne auch diese Kommentare, lieber Ralf. Also liebes Ralfchen, du musst ein bisschen aufpassen, was du so rumerzählst, weil ich weiß, welche Accounts du da benutzt und auch diese Wortwahl und so, ne? Ein bisschen schlauer sein vielleicht. Und die Leute sagen, dass irgendwie wir unseriös sind. Genau, ihr seid doch unseriös. Weil wenn du Wämmer verkaufst, ja, und abzockst und ich mache das zum Thema und ich theoretisch dadurch Klicks generiere, dann bin ich kein Asozialer. Dann habe ich einfach einen Betrug zum Thema gemacht. Das ist dasselbe, wenn ich Biotech aufkläre und dadurch theoretisch Verkäufe bekomme, bin ich dann ein Wichser, ein Arschloch oder ein Gauner? Also, die schaden mir doch mit ihren Lügen. Ihr schadet meinem Geschäft mit euren Lügen. Also ist das mein Recht, als sauberer Typ, das aufzuklären. Es kann doch nicht sein, dass da Leute gestreckte Scheiße verkaufen, zu einem billigeren Preis, ich verkaufe saubere Ware und ich darf nichts sagen, weil ich auch eine Firma habe. Leute, das ist doch mir gegenüber, die zocken mich doch aus. Ja, sie zocken euch ab, aber auch mich. Das ist doch mein Recht, das ist doch wie eine Verteidigung. Das ist doch kein Angriff in dem Sinne. Und wenn Karl S. euch abzockt und ich oder Bob oder Marcel, der ist ja neutral, aber irgendeiner deckt das auf, dann helfen wir euch und wenn das dann uns helfen sollte, bei Gott, dann denke ich, dann ist das gerecht. Also, das ist ja nicht vorkalkuliert, weil wie sollen wir das vorkalkulieren? Wir können doch nichts dafür, dass ihr immer Scheiße baut. Ihr baut diese Scheiße, wir sehen es, wir thematisieren es und die Leute feiern es. Mach dir doch lieber mal Gedanken, wieso du so viel Scheiße gebaut hast und wieso die Leute dich so sehr hassen. Das sind wir doch nicht schuld, dass die Leute dich abgrundtief hassen. Die hassen dich doch nicht nur, weil die mich mögen, sondern die hassen dich für die Dinge, die du getan hast. Dafür hassen die dich. Die haben ihr Geld bei dir verloren. Dass wir dubios sind, dass wir komisches Marketing machen. Oh. Ich bin so ein richtiger Technik-Nerd, ne? Was machen die? Schaut doch mal deren Marketing-Filme. Allerdings haben wir beiden ja auch. Die über ihre Produkte. Ihr beiden habt ja auch viel miteinander, also hier WhatsApp, telefoniert, etc. Also kannst du ja auch nicht sagen, dass es nur Marketing ist, weil. Richtig, Marcel. Es wurde ja viel zu viel gesprochen, deswegen kann es gar kein Marketing sein, weil es hätte schon früher enden können für dich, Karl. Wir haben dir so damals gesagt, nimmst du diese Spende an, werden wir keine Freunde, aber es wird nichts mehr gepostet. Wir hätten uns doch selber zum Heuchler gemacht, wenn wir eine Spende machen und sagen, das ist die Spende, weil wir die Sache einsehen mit der Mama und dann hätten wir danach gar nichts mehr posten können, weil dann wären wir Heuchler gewesen. Anscheinend habt ihr beide versucht, das
so zu klären, von Mann zu Mann, wie man so genau, sagt. Genau. Sobald wir dann gesehen haben, weil du hast ja selber gesehen, ich habe gesagt, hey, ich klag dann, lass es. Und was kam da? Ja, das hatte ich gesehen. Ist online? Ich weiß auch nicht. Hier ist gerade Pause. WLAN war kaputt. Der WLAN war kaputt. So, okay. Boah, das wird hier langwierig. Online und der Karl hat hier einen Gesprächsverlauf vom 1. Mai. Genau, das war also. 1. Mai war nach der FIBO, die Sache habe ich eben erklärt, wie das wirklich war. Vor der Klage und da kannst du jetzt mal hier vorlesen, was da eben steht. Ja, jetzt wird er vorlesen, das ist uninteressant. Ich habe das wirklich geschrieben mit dem Verklag uns doch. Habe ich geschrieben. Also, ich kann nur wirklich so viel sagen. Ich werde da immer wirklich auf die unseriöse Art und Weise bedroht. Das ist Punkt Nummer 1. Er wird auf die unseriöse Art und Weise bedroht. Also der Einzige, der ihn mal bedroht hat, war ich. Ich bin ausgeflippt, weil wir in außergerichtlichen Verhandlungen standen. Und dann kam eine Strafanzeige gegen Farid plötzlich. Die Strafanzeige hat für Karl S. gar keinen Sinn gemacht. Das war nur, um den Farid und mir noch eine reinzudrücken, weil wir dann noch an den Staat Düsseldorf bezahlen mussten. Die hat für den Fall, der Schmerzensgeldfall, hat diese Strafanzeige gar keinen Sinn gemacht. Zu der Zeit war ich mit Treppel am Telefonieren, der sagt, ja, wir waren in außergerichtlichen Verhandlungen und die haben anwaltsmäßig die Moral gebrochen, dann noch eine einstweilige und dann noch eine Anzeige gehen zu lassen, obwohl man in Gesprächen mit dem Anwalt war. Zuerst waren wir nur mit dem Treppel im Gespräch. Und dann bin ich ausgeflippt, hab dem Karl gesagt, du bla bla bla, du Hund, du bist, du hast keine Ehre, und hab den richtig beleidigt. Ansonsten wurde er nie bedroht. Wer soll den bedroht haben? Also wenn er bedroht wurde, soll er eine Anzeige bitte machen? Dann ist das so. Wir haben auch der FIBO, als ob wir auf der FIBO waren wir wirklich mit vielen Leuten unterwegs. Wenn Farid kann, ein Star wie Farid auf der FIBO braucht immer viele Leute, um durch die Menge zu gehen, und haben den am Stand verarscht, am Profilstand. Als ob wir so doof sind, Karl S. auf der FIBO zu verprügeln. Also selbst wenn ich das wollen würde, Sek Plus hätte den größten Image-Schaden auf diesem Planeten. So doof wäre ich doch gar nicht. Niemals wird meine Hand ausrutschen bei so einer Sache. Wir klären das medial. Wir drehen Videos, wir klären auf. Das ist für dich ein viel größerer Schaden. Eine Backpfeife würde dich gar nicht interessieren. Wenn man den Leuten auch mal erzählt, was du für ein dubioser Typ bist, das schadet dir. Also ist das doch der schlauere Weg. Wieso sollten wir wirklich in der Betracht gezogen haben, dich zu verprügeln? Das ist total unrealistisch. Das wäre für uns doch ein Schaden, so ein Typ wie dich zu verprügeln. Also kann eine wirkliche Gewaltandrohung doch niemals stattgefunden haben. Allein, selbst wenn ich wollte, selbst wenn du mir vorwerfen würdest, ich bin ein impulsiver Typ und würde dir mal gerne Backpfeife geben, weil verdient hättest du wirklich, glaube ich, meine in deinem Leben, dann würden wir das nicht tun, weil uns das schadet. Und das sage ich jetzt nicht, das sage ich jetzt, damit man direkt weiß, okay, das ist logisch, deswegen könnt ihr das niemals getan haben wollen, damit die Leute checken, das ist total unlogisch. Und wenn ich dich hätte schlagen wollen, hättest du auf der FIBO gemacht. Ich habe dich doch im Parkdeck gesehen. Ich hatte sogar die Situation und habe es nicht gemacht. Also voll unlogisch. Und als ob Farid und ich dich an dir die Finger schmutzig machen. Auch was du gleich sagst mit den Cousins vom Cousin. Als ob wir dir irgendwann schicken wollen. In welchem Westernfilm lebst du? Wer bist du, dass man dir Leute schickt? Also das ist gar nicht unser Stil. Weißt du, dass wenn ich mit dir wirklich dich schlagen will, würde ich es alleine machen. Du bist jetzt nicht so ein Monster, dass ich irgendwelche Profikampfsportler dir auf den Hals setzen müsste. Und das würde ich so, das ist gar nicht meine Art. Also wer bin ich, dass ich Leute durch die Welt schicke? Das ist ja voll der Schwachsinn. Also das ist ja der Cousin vom Cousin. Also ich habe gar nicht so viele Cousins. Farid hat auch nicht so viele Cousins. Das ist wieder so ein typisch rassistisches Ding auf Ausländer bezogen, weil die viele Verwandte haben. Dass da der Cousin kommt, wenn du uns zurückdisst, so ein Schwachsinn, also wirklich totaler Schwachsinn. Das ist so voll heuchlerisch, voll so hauptsache so die Emotionen geweckt. Leute, ich fühle mein Leben Angst. Du hast gar keine Angst, weil es ja total unrealistisch ist. Und jeder, der hier zuschaut, weiß auch, dass Karl S. körperlich sicherlich nichts passiert wäre. Bei Matthias Nachbur, da war es sowieso komplett daneben, also wirklich von irgendwelchen Schlägern noch bedroht. Und es war einfach nie die Bereitschaft da, sich auch zu entschuldigen. Habt ihr euch schon mal persönlich getroffen? Haben wir nicht. Ich hätte aber auch da gar nichts gegeben. Wir haben uns nicht persönlich getroffen. Fahrstuhl.
Wir haben uns im Fahrspiel nicht persönlich gesehen. Ich habe dir nicht auf der FIBO geschrieben, wir kommen zu deinem Stand und reden vor der Kamera. Ich habe dir das angeboten, Karl. Ich habe zu dir gesagt im Fahrstuhl, wenn du morgen am Profil-Stand bist, kommen Farid Bang und ich vorbei und wir reden vor Kamera. Du wolltest nicht vor Kamera reden, weil du wusstest, das ist ein Schaden für dich. Aber du hättest auch so, du warst ja da, wir waren da, du hättest ja mit uns reden können. Also zum Zeitpunkt FIBO 2016 haben wir keinen Bock mehr auf Frieden gehabt, aber wir haben uns ja sogar gesehen im Fahrstuhl. Also ist das totaler Schwachsinn, dass wir uns nie getroffen haben. Ich hätte nichts dagegen, wirklich herzugehen, zu sagen, hey, ich treffe mich persönlich, von mir aus auch mit dem Fabi, mit dem Clemens, ich komme da von mir auch noch alleine. Ich habe da gar kein Problem damit. Was ich habe da überhaupt auch kein Problem. Mal mit Fabi in Verbindung. Weil es ist langweilig, warte. Also ganz ehrlich, das muss man schon mal sagen. Und was einfach dazu kommt, ist, dass diese Leute immer einen Riesenwert auf ihre Mutter. Jetzt kommt das, dass wir den zusammenschlagen lassen würden, wenn er uns beleidigt. Also wir werden ständig beleidigt irgendwie. Also ich werde ständig beleidigt, Farid wird ständig beleidigt und noch niemand wird zusammengeschlagen. Wenn jemand da was gegen die Mutter sagen würde, wenn ich da irgendwie nur die Familie mit einbeziehen würde, wenn ich da die Mutter mit einbeziehe, muss nicht zu mir kommen und da auch deine Füße auf den Tisch tun und neben das Klo pissen. Das ist 30 oder so. Ich find's in dem Alter, ganz ehrlich, ich find's irgendwo peinlich in dem Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen, Rap schön und gut, aber in einem gewissen Alter finde ich es peinlich. Ganz ehrlich, ich find's peinlich, weil zum Beispiel, jetzt so vom Banger Label, ich finde beispielsweise den Casey Rebel, ich habe den noch nie getroffen. Ja. Diesen Song Anhörung, ich finde den brutal geil. Diese ganzen ich Leute, auch gar nicht sagen, der muss auch nicht. Der muss auch nicht die ganze Zeit eine Fäkalsprache verwenden. Ja. Der muss sich nicht daneben benehmen ständig. Das ist erstens ein Punkt. Der Typ ist auch nicht peinlich. Ich find den Farid auch wirklich irgendwo und seine Fans auch irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen, auch, es ist einfach, das geht wirklich in eine Richtung, wo es ist einfach irgendwo peinlich. Also ganz ehrlich, so und ganz kurz, ne? Nur mal dazu. Der Farid ist ein sehr, sehr lustiger Typ. Und jeder, der den kennt, weiß, dass der witzig ist, charmant ist. Und ich kann nur eins sagen, der Farid ist einer der besten Menschen, die ich persönlich kenne. Wirklich einer der loyalsten und besten Menschen. Ich danke auch Farid Bang, oder Farid, dass er wirklich immer zu mir steht. Das ist einer der loyalsten Menschen, die ich kenne. Dass ein Karl S. sagt, der ist peinlich. Lieber Karl, du könntest dir bei Farid noch viele Charaktereigenschaften abschauen. Wenn du nur ein Zehntel von seinem Charakter hättest, dann wärst du schon viel, viel besserer Mensch. Also laber nicht so eine Scheiße. Plus marketingtechnisch 1,8 Millionen Facebook-Fans als peinlich zu peinlich hinzustellen, ist, glaube ich, nicht so gut für deine Reichweite. Ich glaube, 1,6 Millionen oder 1,8 Millionen Facebook-Fans werden sich jetzt von dir beleidigt fühlen und wahrscheinlich wieder Hashtags unter deine Videos machen. Wieder bist du selber schuld, dass sie dich hassen. Und was einfach dazu kommt, ist, dass diese Leute immer einen Riesenwert auf ihre Mutter legen. Wenn jemand da was gegen die Mutter sagen würde, irgendwie. Ja, jetzt kommt das Gelaber wieder. Sie hat ja auch einfach mitbekommen, wie beispielsweise von Fabits Team, nenne ich es jetzt mal, in München zum Beispiel, jemand wurde ja in Videos immer für dein Verhältnis ein wirklich positives Feedback, ja, leidbar. Okay, jetzt kam noch die Geschichte mit München, wo Karl S. irgendeinen Bild-Zeitungsartikel rezensiert. Dass da irgendein Fan Palaver mit Farid hatte, das hat die Bild-Zeitung geschrieben. Also Karl, ganz ehrlich, du weißt, wie die Bild funktioniert, voll lächerlich. Mehr muss man nicht gucken, den Rest habe ich auch im Kopf, weil das macht irgendwie mit dem iPad gar keinen Sinn. Ich bin voll unprofessionell im Filmen. Das ist ja alles immer aus dem Bauch heraus. Der Marcel sagt da klipp und klar, Karl S., du bist ein Typ, der auch mit Rappern abhängt und Rap mag, also musst du das auch verstehen. Und das ist richtig. Und das ist jetzt wertfrei, ganz wertfrei, weil ich nehme das jetzt nicht persönlich, weil er hängt ja mit Flair ab, beziehungsweise, oder hat mal Kontakt gehabt und feiert Flair. Das ist jetzt komplett wertfrei. Da, ob ich mit Flair ein Problem habe oder nicht, steht nicht zur Debatte jetzt gerade. Ne? Also nicht, dass ihr das falsch versteht, aber Karl S. feiert Flair. Flair beleidigt genauso Leute, wie der Farid das tut. Ich finde sogar, dass Farid viel, viel sympathischer beleidigt, weil Flair sehr, sehr aggressiv die Leute angeht. Online. Wertfrei erstmal. Dass Flair nicht mag, ist eine ganz andere Geschichte, das gehört hier nicht hin. Das heißt also, er hört die Musik von Flair. Das heißt also, er versteht Rap. Er hat diesen Rap-Slang, er weiß, was Rap ist.
Er weiß, welche Kunstform Rap ist. Wenn dann aber ein Rap gegen ihn kommt, dann macht er eine Anzeige und sagt, er hat Angst. Also das ist total, total utopisch und heuchlerisch, weil er war ja auch mal auf der Farid Bang Tour. JBG Tour hat er wie ein Fan Fotos mit Farid und Kollege gemacht. Das ist das härteste Album, was Farid und Kollege rausbringen. Da gibt's Songs wie Dissen aus Prinzip. Auf JBG 2 werden Mütter, das ist der Gag an dem Album, dass Mütter beleidigt werden. Das heißt also, dieser Psychopath Karl S. feiert JBG und ist sogar auf der Tour. Und feiert genau diese Songs, den er auch gefangen hat. Ich selber, ich bringe euch ein Beispiel. Wie ich eben gesagt habe, hab ich und Flair meine Differenzen. Wenn Flair mich also jetzt beleidigt und ich würde ihn anzeigen, wer ist hier der größte Heuchler auf der Welt? Deswegen würde ich ihn nie anzeigen. Ich würde dann einen Post machen, auf meinen Wegen antworten, weil ich bin doch in der Rap-Szene drin, dann kann ich doch keine Anzeige machen. Das ist doch total utopisch, wenn ich doch Rap verstanden habe. Wenn zum Beispiel irgendwie eine Sängerin oder irgendein Z-Promi von einem Rapper beleidigt wird, theoretisch, und die würde theoretisch eine machen, wäre das auch behindert irgendwie, aber dass sie vielleicht Rap nicht verstanden hat. Vielleicht, aber du, Karl, du verstehst Rap, du hörst in deinen Videos Rap. Du feierst ja auch Shindy und Bushido, habe ich gesehen im letzten Video. Der Bushido beleidigt ja auch Leute. Der hat sogar Politiker beleidigt. Der wurde sogar freigesprochen. Zu Recht sogar, wie ich finde. Auch wertfrei. Zu Recht freigesprochen. Das heißt also, du feierst doch diese Art. Wie kann man denn dasselbe feiern und dann eine Anzeige machen? Wenn man doch genau das bekommt. Also wie kann man JBG-Fan sein? Man geht auf die Tour, man ist richtiger Groupie. Du hast ja dabei Farid und Kollege auf der Tour geblasen, das war ja nicht mehr schön. Du warst ja ein richtiges Groupie-Girl. Du hast ja, oh, da im Gym, und der Farid hat dich noch verarscht die ganze Zeit da und du hast dich noch totgelacht. Der hat dich schon vor Kamera vorgeführt, weil du so ein Kasper warst. Und dann, 2 Jahre später, wenn dann irgendwie ein Diss kommt gegen dich, ein Rap, dann machst du eine Anzeige, dann ist das plötzlich ernst. Also wenn auf JBG-Mütter beleidigt werden, dann weißt du, das ist Spaß. Du gehst auf die Tour. Wenn aber du mal beleidigt wirst mit demselben Mittel, dann ist das ernst. Das ist deine Logik von Realität, von Gerechtigkeit und von juristischer Gerechtigkeit. Macht gar keinen Sinn, weißt du? Das macht gar keinen Sinn und ist völlig Schwachsinn. Ja, was hat er noch gesagt? Sonst hat er ja nicht viel gesagt da drin, ne? Also, habt ihr noch Fragen dazu? Ich weiß, du bist ein bisschen in Rage, glaube ich, so ein bisschen so, aber das war eigentlich mein Statement. Das ist total heuchlerisch. Da wird wieder, wie von Patrick Reiser angewendet, psychologisch versucht, den Follower auf die Seite zu ziehen, ja, und mit irgendwie, der Patrick Reiser macht das mit Liebe, so wie der ein oder andere mützentragende YouTuber auch, und der Karl S. macht es halt mit Angst. Also er probiert, die Angst seiner Mama auszuschlachten, um jetzt wieder Klicks zu generieren. Ja? Hier kommt gerade das mit der MyPod-Analyse. Schöner Moment. Es ist jetzt kein Spaß, ich werde euch das auch noch beweisen. 3 Labore haben abgesagt, diese Analyse zu machen. 3 Stück bisher. Das ist ein Riesenskandal. Wir machen weiter, wir suchen weiter ein gutes Labor. Aber tatsächlich haben die Labore entweder keinen Bock mehr oder haben Anwaltsschreiben bekommen. Dazu aber bald mehr mit Beweis, bevor es wieder heißt, ich laber, werde ich das natürlich euch alles beweisen, dass das so ist. Im Moment ist es sehr stressig, weil ich befinde mich ja noch mit Biotech in diesem Rechtsstreit in Ungarn. Das heißt, ich kann nicht 25 Rechtsstreit beieinander führen. Das kostet auch alles Geld. Aber genug Karl zerstört. Aber das kommt noch, wir sind dran. So, genug Karl zerstört. Sag mal was zu den Schweizern. Ja, was soll ich zu den Schweizern noch sagen? Ich habe eigentlich zu den Schweizern alles gesagt. Ich wollte noch ganz kurz, was ich noch ganz kurz erwähnen kann mit den Schweizern, ist sehr interessant. Und zwar, damit das jeder richtig versteht, als ich gesagt habe, die haben jemand an den Bob verkauft, heißt das nicht, dass der Bob das Geschenk oder das gekauft hat, sondern die haben jemanden verraten und verkauft, um Bob in diesem Moment von dem Film abzubringen, Propo zu hassen. Also um sich zu schützen, haben die jemanden verkauft mit einer Geschichte. Und das ist Wahrheit. Und wenn ich diese Geschichte erzählen würde, aber ich werde die nicht erzählen, weil das zu persönlich ist für den Menschen, der verkauft wurde, dann wären die richtig in den Arsch gefickt. Also wenn das rauskäme, was sie da gemacht haben, das ist so ekelhaft. Das ist wirklich fast auf der Stufe wie diese Debbie-Sache. Ach so, bei der Debbie-Sache noch eine Sache. Das Ding war komplett aus dem Bauch heraus und direkt Freestyle gesagt. Das war alles komplett richtig. Ich will das sogar noch klarstellen, bevor einer sagt, das stimmt nicht. Ich habe ja gesagt, dass sie mit 5 Leuten im Subway
sie gezwungen haben zu unterschreiben, oder nicht gezwungen, sondern so unter Druck gesetzt haben, du musst heute unterschreiben oder gar nicht, und sie alleine war. Das war übrigens im Subway in der Schweiz, doch nicht in Köln, das war 2 Tage vor Köln. Also deswegen hatte ich Köln im Kopf, 2 Tage vor der FIBO, saßen die mit 5 Mann im Subway in der Schweiz und haben gesagt, unterschreib jetzt den Vertrag oder gar nicht, nachts im Subway, wo sie nicht reflektieren konnte, und sie wollte unbedingt nach Köln auf die FIBO und hat dann unterschrieben, deswegen hatte ich Köln im Kopf. Ja. Ach so, genau, das auch noch, wegen den nächtlichen Anrufen bei Debbie. Das war eine Kette, das hat man falsch verstanden noch im Video, als hätten Patrick Reiser und Ralf Settele so parallel angerufen. Das war so, dass Patrick Reiser hat immer wieder Debbie angerufen, in der Nacht, wo die mich angerufen hat, als der erste Sekt Plus Post kam, weil der Ralf Settele, und der Ralf Settele hat die ganze Zeit bei Patrick Reiser angerufen, und Patrick Reiser hat Debbie gesagt, der Ralf Settele hat schon 8 Mal angerufen, und hat daraufhin auch die Debbie weiter angerufen. Das heißt, deswegen haben beide auf die Druck aufgebaut, aber nicht beide gleichzeitig haben angerufen, konnte man auch irgendwie falsch verstehen. Weil ich will alle Sachen aus dem Video nochmal, die man eventuell falsch verstehen konnte, richtigstellen. Das ist ja trotzdem genau derselbe Effekt, so. Ob man jetzt da gleichzeitig anruft oder ob er ihr sagt, hey, geh jetzt endlich ans Telefon, der Ralf ruft die ganze Zeit an. Es wurde einfach von der Seite des Profuel massiv, auch nächtlich Druck aufgebaut und SMS geschrieben, endlich ans Telefon zu gehen, weil man gesehen hat, Debbie hat ein C-Plus-Produkt gepostet. Aufgehört hat das Ganze mit den Anrufen, also mit dem Druck, nachdem ich harte Postings rausgefeuert habe und geschrieben habe, sehr close, jetzt bei sehr close, wir schützen dich, wir stehen hintereinander. Dann hat Patrick Reiser gecheckt, oh mein Gott, wenn ich hier weiter Druck auf Debbie aufbaue, dann habe ich sehr close am Arsch, also höre ich damit auf. Deswegen wurde da von seitens Profil Druck aufgebaut. Ja, habt ihr noch Fragen oder so? Habe ich noch Sachen, die ich im Kopf hatte? Ich habe gesagt, dass ich das voll ekelhaft finde, wenn man seine Freundin vorschickt und die dann auch mit reinzieht. Also wie gesagt, meine Meinung nochmal ganz kurz, ich will nicht alles 8-mal sagen, aber meine Meinung ist ganz klar, dass die ihre Familienmitglieder mal reinziehen und eher uns zum Fraß vorwerfen und wir die dann im Endeffekt auch mit reinziehen, weil die sie reingeworfen haben, die hätten die alle raushalten können. Ich finde, Patrick Reiser hätte seine ganze Frau sowieso da raushalten sollen, weil es da die Frau vorzuschicken, was ist das für ein Typ, Alter? Also eigentlich bin ich natürlich nicht überrascht, der ist ja ein ekelhafter Typ, aber der hat mich damit, dass dann die Freundin posten lässt gegen mich, nochmal aufs Neue überrascht, so, dass er da seine 5-jährige Freundin schickt, die dann irgendwie einen Post macht, die dann voll den Shitstorm bekommt, weil unter ihrem Post wurde sie ja nur beleidigt. Das heißt, er hat sich gedacht, der Patrick Reiser, ich kann nichts posten, ich lasse jetzt die arme Frau posten, vielleicht wird die nicht ganz so geschitstormt, und die Frau wird übelst beleidigt. Das heißt, er selber hat seine frisch verlobte Frau der Menge zum Fraß vorgeworfen, um sich zu schützen. Und diese Frau ist noch so doof, das mitzumachen. Weil diesen Text hat die Frau nicht alleine geschrieben. Der war abgesprochen. Also, und selbst wenn sie ihn verfasst hätte, didaktisch, als ob Patrick Reiser nicht wüsste, dass die postet. Der hat ja sogar gepostet, der hat ein Statement gemacht. Das heißt also, ganz kalkuliert wird wieder die eigene Frau benutzt, um sich den Arsch zu retten. Und da, dass ihr nicht selber merkt, Janicek und Reiser, wie ekelhaft das ist, dass ihr nicht selber so wenigstens, dass ihr keine Ehre habt, okay, aber dass ihr nicht merkt, dass die Leute total ekelhaft finden, dass ihr nicht merkt, dass die Leute das ankotzt, dass sie das anwidert, wenn jeder hat das ja gecheckt, das hat ja jeder Follower, dafür braucht man ja kein Psychologe zu sein und dafür braucht man auch nicht meine Bauernschleue oder meinen, weißt du, so wie ich das da analysiert habe im letzten Video, solche Kenntnisse braucht man nicht, um zu sehen, dass da die Freundin benutzt wird, sich aus der Affäre zu ziehen. Für mich ist das auch wie verkauft. Ich würde niemals meine Mutter, meine Schwester, meine Frau, Freundin, irgendetwas überhaupt in diesen Beef reinlassen. Ich schütze das wie mein Augapfel. Ich mache diesen Beef. Das ist mein Beef, mein Kampf, mein Streit. Ich möchte die Konsequenzen dafür tragen, oder ich muss die Konsequenzen dafür tragen. Niemals würde ich da meine Familie reinziehen und der Meute zum Fraß vorwerfen. Weil das ist so, bäh, ist einfach bäh. So, alles Wichtige zum Video wurde gesagt, glaube ich. Was soll man da noch sagen? Ach so, auch zum Ralf Rettele nochmal ganz kurz. Ralf Rettele hat, also ich habe Tim Gabel kennengelernt, und hat der Ralf Rettele mir erzählt, der Tim Gabel mir erzählt, was der Ralf Rettele oder Alf Rettele so über mich lästert hat. Und dann habe ich Karl, das habe ich auch schon mal gesagt, eine Ansage gemacht. Und er hat Ralf gesagt, dann hat Ralf mir sogar so eine E-Mail wieder geschrieben, er will keinen Streit, das ist ja der Beweis, dass sie angefangen haben. Ich habe noch nie über den Typen geredet, und die lästern über mich darum, bei irgendwelchen Leuten, also wer hier angefangen hat, steht hier nicht zur Debatte. Und jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, das war kurz und knapp, beziehungsweise es ist schon lange eigentlich, aber es war jetzt so
nicht so ins Detail, sondern alles ganz kurz besprochen eigentlich. Jetzt lese ich noch ein paar Kommentare durch. Wann kommt das Video mit Martin Radkowski im Bugatti? Ja, das ist so ein humoristisches Video von uns. Da verarsche ich mal diese ganzen Entrepreneure da draußen, diese ganzen lackgemeierten Fitness-Typen, die euch sagen, das hier ist alles so schön, das mache ich nur für euch, so schön. Diese Typen werden da auf die Schippe genommen und das Video kommt beim Onkel und das Video kommt im Januar. Also auch mal ganz dazu so eine Geschichte mit dem Video. Ich habe das abends hier auf der Couch, habe ich gesessen, um 3:30 war das, habe ich mir das Video reingezogen. Dann habe ich Roid Rage bekommen, bin voll ausgeflippt. Dann habe ich mich nochmal beruhigt, dann habe ich mich hingesetzt, einfach Freestyle, ungeschnitten, meine Meinung zu denen rausgehauen, die mir auf dem Herzen lag, die ich im Video gesehen habe. Habe das abgedreht bis morgens 5:30, ne? Habe dann gedacht, ey, das stellst du auf Facebook. Habe das nochmal 4 Leuten gezeigt, ist das wirklich gut? Ich war so total, ich wusste gar nicht, was so gut war. Das war so aus der Wut heraus auch. Und dann fanden alle das super, dann habe ich das auf Facebook geladen, dann hat das plötzlich 80.000 Klicks und ich denke mir, leck mich am Arsch, wie feiern die Leute das so, dass er so ein Gehör findet, hätte ich noch nicht mal gedacht. Ich meine, das war eine krasse Geschichte, aber ich dachte eigentlich, das Video wäre zu emotional vielleicht oder zu aus dem Bauch heraus, aber ich wollte es eigentlich auch so machen, dann haben wir es auf YouTube geladen, jetzt geht das total viral, also ich bin wirklich überrascht. Ich möchte mich auch bedanken für die ganzen Danksagungen von euch. Ich war wirklich überrascht, dass das so einen Anklang findet. Das hätte ich, also damals bei meinem Interview, wo es um Eiweiß ging und Rohstoffpreise, da habe ich auch so ein bisschen das erwartet, das erwartet auch nicht, aber da habe ich das so verstanden, dass so ein Riesendank kommt. Aber dass hier so ein riesiger Knoten geplatzt ist, hat mich verwundert und das zeigt mir irgendwie, dass die Follower den Jungs auch wirklich geglaubt haben, ne? Dass das wirklich scheinbar Leute wachgerüttelt hat, was ja auch nicht schlimm ist, weil als junger Typ, also mit 18, 19, wäre ich auch darauf reingefallen, glaube ich. Da war ich auch nicht so weit wie heute mit 32, wo du hast schon viel in deinem Leben gesehen. So eine Menschenkenntnis entwickelt sich ja auch. Meistens entwickelt die sich über viele Enttäuschungen, die du erlebt hast, über schlimme Dinge, die du erlebt hast, wirst du irgendwann ein bisschen gewiefter und checkst noch mehr. Also Meinung zu Julian Zietlow. Ja, Julian Zietlow, ne? Der Bob hat ihn eigentlich schon rasiert und da war ich so ätzend finde an Julian Zietlow, was ich auch nicht verstehe. Der hat mir immer so viel Props für Sekt Plus gegeben damals und so bei mir geschleimt. Und jetzt schickt mir einer irgendwie ein Video, wo der sagt, ja, ich kann nicht so viele neue Produkte machen. Ich bin die einzige Eiweißfirma ohne Investor und die natürlich auch aufpassen muss, die sein eigenes Geld investiert. Das stimmt nicht. Oder ohne Gesellschafter. Ich bin auch, habe auch mein eigenes Ding gemacht. Ich stehe auch auf eigenen Beinen und refinanziere alles. Ich lebe halt nur nicht so wie du. Du lebst einfach wie ein König und fährst, so fliegst im Privatjet. Ich habe noch niemals in meinem Leben Privatjet von außen gesehen, auf 5 Meter Entfernung. Du fliegst die ganze Zeit damit und das ist der Unterschied. Und deswegen ist das, weiß auch gar nicht, was diese Lüge soll. Du weißt genau, dass Sekt Plus auch ein eigenes, dass ich auch mein Ding alleine mache, quasi ohne große Investoren. Es gibt aber auch viele andere Supplement-Firmen. Also ich kenne sehr viele Supplement-Firmen, die ihr Ding alleine machen und die sogar größer sind als Julian Zietlow im Supplement-Business. Und ich bin, glaube ich, auch größer als er im Supplement-Business. Insgesamt hat er natürlich richtig viel Asche durch diese Programme. Damit hat er natürlich abgesahnt. Aber jetzt, wenn wir nur die Supplement-Firmen vergleichen, ist Julian Zietlow jetzt gar nicht so eine große Nummer. Und was auch nicht schlimm ist. Ich finde halt nur so schlimm, sich immer so als die Riesennummer darzustellen. Es ist so, was soll das denn? Sei doch du, sei doch Mensch, so, sei doch lieb und nett und sag doch, also benimm dich doch ganz normal. Man muss doch nicht da im Interview mit irgendeiner Falschaussage sich nochmal besonders darstellen. Da hat er gar keinen Sinn, weißt du? Ich verstehe das an den Typen mal nicht. Der hat ja Erfolg, der hat Familie. Soll er doch einfach mal real bleiben, authentisch und nicht immer wieder so ein geheucheltes Ding da machen. Also voll unnötig irgendwie. Gratulation zum Zeitungsartikel. Ich bin gespannt, was kommt. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich hoffe auch, dass die Zeit mich nicht verarscht. Die Zeit hat mich angerufen vor geraumer Zeit. Wir wollen einen Artikel machen über den Eiweißbetrug, der so abgeht und wollen mich da haben und meine Meinung und würden mich gern zitieren. Ich habe den Artikel selber noch nicht gelesen, bei der Bild-Zeitung hätte ich jetzt Angst, aber die Zeit ist so ein renommiertes Blatt, dass ich mir ziemlich sicher bin, die machen einen sehr guten Artikel und einen ehrlichen Artikel. Der Reporter, schöne Grüße nach Hamburg an dieser Stelle, war sehr, sehr korrekt, wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben lange gequatscht, der war sehr geschockt, was er gehört hat und ja, wir gehen vielleicht schon mal Kaffee trinken. Bist auf jeden Fall offiziell dazu eingeladen von mir. Hat Spaß gemacht und es wird schon ein guter Artikel. Kauft euch die nächste Zeit, da wird der Artikel drin sein. Falls er doch nicht so ist, wie ich mir wünsche, dann muss ich live gehen. Aber nein, ich glaube, der wird gut. Ich habe ihn leider nicht vorab bekommen. Vielleicht bekomme ich einen Tag vorher. Der Reporter hat mir letzte Woche geschrieben, dass der Artikel diese Woche kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auch live gehen, wenn er gut ist. Ich werde euch informieren. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, in der Zeit zu erscheinen und ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt den Mainstream auch erreicht, ne?
dass quasi meine Arbeit, meine Arbeit oder meine Aufklärung oder meine Sachen, diese verrückten Sachen auch, die ich teilweise mache, verrückt, manche sind verrückt, manche sind informativ, irgendwie den Mainstream erreichen, beziehungsweise dass halt vor allem dieser Eiweißbetrug, der wirklich einfach abgeht, diese Firmen, die da abzocken, endlich, dass da endlich jemand aus der breiten Masse, aus den Mainstream-Medien, von einer renommierten Zeitung wie die Zeit, das ins Auge fasst und mal sagt, da hören wir mal nach, so geht das nicht. Der Reporter war auch richtig abgefuckt auf diese Leute. Der hat richtig aus Emotionen das auch gemacht, glaube ich. Der hat gesagt, ey, so geht das nicht. Ich habe da so ein paar Sachen gelesen. Sag mir, wie das ist. Das kann ja nicht so weitergehen. Und geile Sache, ich freue mich richtig drauf. Na, da freue ich mich richtig übelst auf diese Zeitung. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Das ist so eine Sache, da bin ich stolz drauf. Das ist mir viel mehr wert als irgendwie Umsatz oder so. Das ist einfach geil so, ne? Das ist wirklich geil. Da bin ich wie ein kleines Kind, werde ich da früh aufstehen, zum Zeitungsladen rennen und mit den Scheiß reinpfeifen und meiner ganzen Family eine Zeitung kaufen und stolz überreichen. Ja, das freut mich wirklich richtig so. Wenn der Artikel gut wird, wovon ich aber hoffentlich ausgehe, ne? Das habe ich so einen Tag vorher. Er meinte, er schickt mir zwei Versionen und ja, geil eigentlich so, geil. Auch die Resonanz freut mich so, das geht mir richtig ab. Was ich übrigens auch geil fand, ich habe so einen Livestream vom Karlchen gesehen, wo dann so ein Fan, die sitzen in so einem so Instagram-Fans, die sind so eingeladen, und dann fragt einer so, du hast ganz schön viel Hate bekommen, ne? Auch mit Farid Bang hast du dich angelegt und so. Und dann ist der Karl so, ja, ja, das ist voll geil, das müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann wird er gefragt, du hast doch deine Karriere beendet und fängst jetzt wieder an, wieso machst du das? Und dann sagt er so, ja, nötig habe ich das nicht, ich könnte auch in Thailand mit dem Ferrari rumfahren, theoretisch, aber ich habe gesehen, wie viel auf der Welt schief läuft, deswegen mache ich wieder Videos. Ich habe gesehen, wie viel auf der Welt schief läuft und deswegen mache ich jetzt wieder YouTube-Videos um die Einnahmen. Ach nein, es geht mir nicht um Geld. Ich kann doch Thailand Ferrari fahren. Es geht mir um die Welt. Die großen Konzerne zahlen keine Steuern und so ein Scheiß. Ich habe gedacht, was labert der? Der sitzt da so total angespannt, so ein paar Instagram-Fans rundherum, die den, glaube ich, ehrlich ernst genommen haben. Und dann erzählt er als kalt, er macht die Videos wieder und auf der Welt so viel schief. Vor allen Dingen, selbst wenn der Kerl ein guter Typ wäre, ne? Was soll sich durch deine Videos auf der Welt verändern? Also, wenn der sich einen Schlauch in den Arsch steckt, ne? Der hat sich ja da eiskalten Schlauch in den Arsch gesteckt und das abgefilmt. Wie soll die Welt sich dadurch verändern? Also, wie soll die Welt sich verändern, wenn Karl S. sich einen Einlauf verpasst? Will er mich verarschen eigentlich? Das hat doch nichts mehr mit Betrügerei zu tun. Das ist einfach voll plump. So, guckt euch den Livestream an. Der sagt das wirklich. Und er sagt wirklich, dass sich die Welt dadurch verändert, wenn er seine Videos macht oder dass er das macht, weil es so viel Schlechtes gibt, Konzerne zahlen keine Steuern und dann macht er ein Video, wo seine Freundin immer so einen Einlauf gibt und er war so, und dann sitzt er auf dem Klo mit diesem Sieb, also voll die Prostitution auch irgendwie und dann sagt er, der macht das für das Gute auf der Welt. Oh Mann, was sind das für Typen, das sind... Das ist so geil, ne? Das sind so Typen wie die Pro-Pros auch, ne? Die machen so eine Natural Bodybuilding-Veranstaltung und in der Jury Simon Panda, der Natural Athlet der Welt. Weißt du, bei denen ist ja noch so, man kann über, dann reden die Leute über genetisches Wunder oder so, aber bei Simon Panda auch noch, also die Pro-Pros sind auch unrealistisch, aber Simon Panda, das ist so, dann holt er am besten Ronnie Coleman in die Jury und sagt, er ist auch Natural, um dann wirklich den Vogel ganz abzuschießen. Ich denke aber auch, das ist so ein bisschen auch Selbstironie, dass man so einen Scheiß redet. Oder man weiß halt einfach gar nicht mehr, was man quatscht, ne? Und dann labert man so einen Scheiß. Ey Matze, ich komm mit Liebe zu dir. Lass uns gemeinsam die Energie aus dem Boden ziehen. Ja, das ist auch witzig. Mich fragen immer viele Leute, wo ich diese ganze Energie herhole, um diesen Streit zu führen. Die ziehe ich natürlich aus dem Boden. Die Energie muss aus dem Boden kommen. Danke an Patrick Reis an dieser Stelle für den Trick, die Energie immer aus dem Boden zu ziehen. Werde ich ab sofort beherzigen. Ich ziehe die Energie auch vielleicht aus der Wand mal so. Wenn ich hier so mich wieder laden will, dann halte ich so meine Hand dahin, dann ziehe ich die Energie daraus. Ne? Kommt was von sehr Klus in der Zukunft in der Türkei? Ja, wir wollen doch in der Zukunft das Ausland beliefern. Und Türkei ist sicherlich auch ein interessanter Abnahmemarkt. Mit vielen Kunden, die uns bestimmt auch schon kennen, so, weil wir
sehr viele, sehr multikulturell sind, kennen uns schon doch viele türkische Pumper, ne? Deswegen, ja, Z-Plus in der Türkei wäre sicher interessant. Ne? Eigentlich ist Z-Plus in jedem Land interessant, so. Jedes Land, wo jemand, natürlich muss sich jemand drum kümmern, da muss es natürlich einen Vertreter geben, der das macht, das können wir nicht selber machen, der von dort kommt. In manchen Ländern ist das in Planung. In der Türkei wäre das sicher auch sehr interessant. Ist eigentlich schon eine Abmahnung gekommen? Hashtag Matthias vor Präsident. Nö. Abmahnung kommt bestimmt noch oder kommt nicht, ich weiß es nicht. Wenn die Abmahnung kommt, Leute, müssen wir zusammenhalten, ne? Wird das Ding gecuttet, es wird noch ein schöner Teil dran gehangen. Ich mache dann so einen wie Hidden Track mäßig. Es gibt dann einen Free Track für euch noch. Nee, Spaß. Ich werde da noch so einen 10 Minuten Teil dranhängen, wo ich irgendwas Geiles erzähle. Und dann muss natürlich das neue Video richtig viral gehen. Da müsst ihr hinter mir stehen. Ich meine, das ist auch irgendwie eure Macht. Ich werde ständig abgemahnt. Ihr schreibt mir mal, wie könnte ich euch supporten. Ihr könnt in dem supporten, indem ihr das publik macht und damit diese Abmahnungen irgendwie ins Lächerliche zieht. So könnt ihr mich supporten, wenn ihr wollt. Da muss man halt zusammenhalten. Wenn ihr den Shit feiert, dann steht einfach mit auf und kämpft gegen diese Abmahnungen und dann hilft mir das auch. Weil immer gefragt wird, wie kann man dir helfen? Natürlich will ich keine Spenden so. Ich bezahle meine Rechnung selber. Ich verkaufe ja auch Eiweiß und so. Und ich bin ja kein Heuchler. Ich will dir niemals ein Spendenkonto errichten. Das regle ich schon selber. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann teilt diese Sachen. Macht das publik und dann habt ihr mich unterstützt. Dann danke ich euch von ganzem Herzen. Und dann passt das schon, ne? Wann kommt Female Plus? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Female Plus sollte kommen am 15. Oktober. Wir bauen einen neuen Shop für Female Plus. Wie alle wissen, ist unser jetziger Shop, der nicht richtig funktioniert und damals abgestürzt ist, dank der Firma Webmatch GmbH aus Köln, die übrigens geschafft haben, diese ganzen Google-Bewertungen löschen zu lassen, die wir damals gemacht haben, die ja real waren. Ich habe eine Google-Bewertung gemacht, was da passiert ist. Viele Fans haben bewertet, weil der Shop offline war. Irgendwie haben die dubioserweise geschafft, diese Bewertung zu löschen, Webmatch GmbH aus Köln. Sehr dubios von Google. Der Sache muss ich auch mal auf die Schliche gehen, was da wieder abläuft. Female Plus, wir sind im Shop-Release. Also wir wollen jede Woche den Shop releasen. Wir haben jede Woche ein neues Shop-Release angesetzt. Und jetzt, ich kann das nicht versprechen, aber zu 99% geht der Shop am 1. Dezember online mit Female Plus. Und dann werden auch alle Frauen in Deutschland endlich glücklich sein. Spaß. Nein, dann können endlich auch die Frauen ihre eigenen Produkte bei Z-Plus genießen, die vielleicht abgeschreckt sind von unserem harten Marketing oder irgendwie von den grünen Dosen oder so. Ich hoffe 1. Dezember. Wir schieben immer weiter, weil Shop-Release ist nicht so einfach. Der Shop muss stehen, der muss technisch stehen, es werden immer wieder Änderungen gemacht und so. Und tut mir leid, wirklich. Niemand will mehr, dass das startet als ich, weil die Ware steht auf Lager. Die muss raus eigentlich, die müsste schon längst raus. Das bringt mich immer in Probleme, wenn ich die Ware vorfinanziere und die nicht verkaufen kann. Deswegen, wir tun alles, dass Female Plus so schnell wie möglich an den Start kommt. Man ist das ja von mir gewohnt, dass ich Sachen sehr früh ankündige, die immer länger dauern. Dann wird immer gehatet, der redet nur. Aber es liegt wirklich daran, dass ich so ein impulsiver Mensch bin, ne? Mich über die Sachen freue, dann kündige ich die an und dann nachher dauert's länger, weil wir sau viel zu tun haben, aus technischen Gründen manchmal, und dann stehe ich immer da, ist wirklich ein Fehler von mir, muss ich sagen, ne? Ich habe auch immer damals das Team Andrew Interview habe ich dann im Dezember angekündigt, im April gemacht, jetzt habe ich schon seit Ewigkeiten ein Gannikus Interview angekündigt, was auch noch nicht kam, was aber noch kommt auf jeden Fall. Das liegt wirklich daran, es passieren immer so viel unerklärliche Dinge und so viel verrückte Dinge in meinem Leben und meinem Arbeitsleben, dass sich das immer schiebt, ne? Und das schiebt sich immer. Und dann habe ich das immer ein bisschen zu früh angekündigt. Vielleicht hätte ich Female Plus auch später ankündigen sollen. Ich mache das immer leider aus dem Bauch heraus so. Weil ich mich immer freue darüber und dann kündige ich das an und ihr wartet und dann seid ihr sauer. Aber es kommt, definitiv bald. So Leute, die Follower sinken. Der Matthias wird immer fettiger, hat immer weniger Lust zu reden, hat immer weniger zu sagen. Und bevor ich euch jetzt den Abend raube, wir haben 12 Uhr, viele müssen schlafen. Hau ich jetzt rein, ne? Dankeschön, Maurice Hübsel.
Jan Ruka fragt, sag mal, hast du überhaupt meine Fragen gelesen? Nein, auch kurz dazu noch. Die Fragen, das sind zu viele. Hier werden irgendwie immer nur 6 Fragen pro 20 Sekunden angezeigt oder so. Und meistens werden 5.000, 6.000 Fragen gestellt in der Stunde oder 3.000, ich weiß nicht genau. Und dann sieht man nicht alle. Also ich sehe viele Fragen nicht. Oft schreiben danach Leute, ey, du hast meine Fragen nicht beantwortet, du schämst dich vor der Frage, du flüchtest vor der Frage. Das ist nicht so. Ich kriege einfach nicht alle Fragen angezeigt. Ich flüchte vor gar keiner Frage. Ihr könnt mich alles fragen. Ich beantworte so alles, was ich kann. Ne? Und deswegen, manche Fragen liest man einfach gar nicht. Ne? So. Peace out. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ich wünsche euch alles Gute. Ich halte euch per Live-Ticker auf dem Laufenden, ob die Abmahnung doch noch eintrifft. Ich werde die Abmahnung natürlich posten. Ich werde euch teilhaben lassen an dieser Abmahnung. Ich werde euch teilhaben lassen an an allem, was passiert diesbezüglich. Und gut ist. Schon wieder so eine Frage. Ich bin der Erste. Ich flippe aus. Ich flippe aus noch. Ihr seid der Wahnsinn. Okay, Jungs und Mädels. Ich hoffe, jeder hat meine Meinung verstanden. Ich hoffe, jeder hat verstanden, es gibt zwei Matthiasen. Und peace out.